Liebe Brüder und Schwestern, ich freue mich, wenn auch aus der Ferne, an diesem internationalen Eucharistischen Kongress teilnehmen zu können, der in der Stadt San Francisco de Quito unter dem schönen Motto Brüderlichkeit zur Heilung der Welt gefeiert wird. Die Lehren, die wir aus der heiligsten Eucharistie ziehen können, überraschen uns immer wieder. Wir könnten mit dem Psalm sagen, ich betrachte sie als vollendet, und doch bleibe ich bei dir, Herr, der du im Tabernakel schweigend anwesend bist. Unter diesen Lehren habt ihr die Brüderlichkeit gewählt als wesentliche Voraussetzung für eine neue Welt, eine gerechtere Welt, eine menschlichere Welt. Schon die frühen Kirchenväter haben uns gesagt, dass das Zeichen des Brotes im Volk Gottes den Wunsch nach Brüderlichkeit weckt. Denn so wie das Brot nicht aus einem einzigen Korn gemacht werden kann, so müssen auch wir gemeinsam gehen. Denn obwohl wir viele sind, sind wir ein Leib, ein Brot. So wachsen wir als Brüder, so wachsen wir als Kirche, geeint durch das Wasser der Taufe und geläutert durch das Feuer des Heiligen Geistes. Eine tiefe Brüderlichkeit, geboren aus der Vereinigung mit Gott, geboren, indem wir uns wie der Weizen mahlen lassen, um Brot, um Leib Christi zu werden und so voll an der Eucharistie und der Versammlung der Heiligen teilzuhaben. Diese Geschwisterlichkeit muss auch proaktiv sein. Ein Beispiel dafür, das mir jetzt einfällt, ist der Gedanke an eine deutsche Nonne, die im Konzentrationslager Auschwitz gestorben ist, Angela Ortsch. Noch vor ihrer Verhaftung, als das Böse, das sich über der Welt abzeichnete, bereits offensichtlich war, lud sie ihren Neffen ein, die zum ersten Mal zur Heiligen Kommunion gingen. Sie lud ihre Verwandten ein, die sich etwas entfernt hatten, und sie lud auch diejenigen ein, die fromm geblieben waren, sich gegen das Böse mit einfachen und in bestimmten Umgebungen gefährlichen Gesten aufzulehnen, sich dem Sakrament des Altars so weit wie möglich zu nähern, Widerstand zu leisten, indem sie zur Kommunion gingen. Wenn sie zum häufigen Empfang der Kommunion aufrief, dann vor allem im Zusammenhang mit dem Gebet für den Papst und die damals verfolgte Kirche. Es bedeutete für sie, in der Eucharistie ein Band zu finden, das die Kraft der Kirche selbst stärkt. Ein Band, das diese Kraft unter ihren Gliedern und mit Gott stärkt. Es bedeutete für sie, ein Netz des Widerstands zu organisieren, das der Feind nicht besiegen kann, weil es nicht von Menschenhand gemacht ist. Es sind diese einfachen Gesten, die uns bewusster machen, dass wenn ein Glied leidet, der ganze Leib mit ihm leidet. Sie helfen uns, zu einem Simon von Cyrene für Christus zu werden, der die Last des Schmerzes der Welt auf sich genommen hat, um die Welt zu heilen. Schwestern, Brüder, lasst uns diese Lektion lernen. Lasst uns diese radikale Brüderlichkeit mit Gott und unter den Menschen wiedererlangen. Wir sind eins in dem einzigen Herrn unseres Lebens. Wir sind eins auf eine Weise, die wir nicht ganz verstehen können. Aber was wir verstehen ist, dass wir nur in dieser Einheit der Welt dienen und sie heilen können. Möge Jesus euch segnen und die heilige Jungfrau von El Quinche euch mit ihrem Mantel bedecken. Ich danke euch. Muchas gracias.